Ja, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück. Ich habe es mir erlaubt. Kann ich hier ernten? Kann ich euch bei der Ernte helfen? Ist das in Ordnung? Ich klaue euch einfach mal hier die Tomaten. Komm, ich habe für euch auch richtig Schaden eingesteckt und habe auch richtig geflucht wegen eurer scheiß Quester. Kann man die nämlich gleich bei mir pflanzen? Da kann ich nämlich ein schönes Feld aufmachen. So. Hallo. Hast du die Raider gefunden? In den Arsch getreten. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Yay! Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Super. So kriegt man Freunde. So, dann gucke ich mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Alter, ernsthaft. Also noch eine. Okay. Alles noch dran. Den habe ich gar nicht gesehen. Ey, die sind ja direkt bei euch gewesen. Super, nicht gut. Uiuiui, schöne Aussicht. Nice. So, das Haus haben wir uns angeschaut. Ist da noch irgendeine Quest offen, oder? Ist da irgendwas? Stuhl sitzen. Okay, dann dürfte das ja schon gewesen sein. Ich drücke immer... Ich will immer zum Zoomen die falsche Taste drücken. Yep. So. Die Zeit soll einem bestimmten Grund schneller vergehen. Wenn du hinter dir jemanden gehören, kannst du bis zu 24 Stunden warten. Okay. Ja, jetzt nicht gleich wundern, in unserer Siedlung hat sich ein klein bisschen was getan. Ich habe jetzt in der Pause, einfach mal in der Pause noch zwei, drei Sachen da gemacht. Ich habe den ganzen Schrott dann fast alles eingesammelt jetzt und habe mich mal am Hausbau probiert. Ey, die bauen da auch echt so ernsthaft. Nimm's Marcy nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Okay. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Waffen. Impro-Pistole, ne. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, hoffe ich auch. Scheint wirklich was zu werden. Soll ich noch mal ein bisschen hier anpflanzen? Komm, wir machen mal hier alles weg. Das sind ja schon, die habe ich gar nicht gesehen. Hast du nun mehr alle Latten im Zaun? Entschuldigung, den Spruch muss ich bringen. Bis da hinten seht ihr mein Haus. Können wir uns ja gleich mal in Ruhe angucken. Ich habe da versucht, mal was zu bauen. Einfach mal so just for fun. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht. Das sind Kürbisse, gell? Die Kürbisse werden wir mal zu den anderen Kürbissen bringen. So. Dann Melonen.
Bringen wir mal zu den Melonen. Dann machen wir nämlich hier ein großes Melonenfeld. Eins. Hier muss es nicht schön aussehen, es geht hier nur ums Überleben. Das kann ich nicht einsammeln, okay. Hier geht es nur ums Überleben. Wir haben so viel Holz, dass wir dann auch hinterher den Zaun dann um die Melonen drumherum. Ah ne, Flaschenkürbis, Entschuldigung. Ne? Melone produziert. Provoziere mich nicht. Melone. Melone. Das geht ja super. Machen wir hier alles voll mit Melone. Na? Ja, manchmal backt das Spiel so ein bisschen rum. Ich denke mal, da wird nochmal ein Patch rauskommen. Am Montag oder am Dienstag, wenn es dann offiziell rauskommt. Ich habe auch an einigen anderen Problemen schon so gemerkt, dass da immer so ein bisschen... Zum Beispiel schaut euch das mal da an. Das schwebt in der Luft. So... Strukturen, Ressourcen, Essen, Karotte, Mais, Melone. Na? Weiß nicht, was du da machst. Was nervt mich. Warum kann ich die hier nirgendwo platzieren? Da war da was. Kann nur auf Erde. Ich weiß, dass es nur auf Erde. Komm schon. Ach Mann. Ah, da war da was. Nein. Nein. Scheint wirklich was zu werden. Jawohl. Machen wir hier ein schönes großes Melonenfeld. So, dann machen wir hier. Ich weiß, dass ich ein bisschen durchhänge. Und ich versuche wirklich, mich zu bessern. Ach, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Kümmer dich um deine Sachen, dann wird schon alles. Okay. Danke, Sturges. Danke, dass du nachgefragt hast. Na klar, wir passen aufeinander auf. Immer. Dann machen wir hier die. Genau, dann machen wir hier schön die Erdbeerpflanzen hin. Ja, Quatsch, die Tomaten. Was auch immer das ist. Das möchte mal Tomaten werden.
denke, das sollte dann mal an Essen wirklich reichen. So. Was haben wir noch? Achso, ich wollte mich die ganze Zeit um das... Was haben wir noch? Flaschenkürbis haben wir noch zwei. Pack mal hier mit hin. Ist gerade bestimmt mächtig langweilig für euch. So, kriegen, wenn wir so weitermachen, kriege ich noch einen Levelaufstieg. Karotten, wie viel haben wir denn? Karotten haben wir zwei. Pack mal die Karotten mal hier hin. Eins. Zwei. Hier waren doch irgendwo Karotten angepflanzt. Bin ich noch irgendwo Karotten? Ach, da ist nochmal Flaschenkürbis, deswegen konnte ich da eben nichts hinpflanzen. Das erklärt natürlich einiges. Karotte? Wo? Oh. Achso. So. Ach nee, das wollte ich eigentlich da stehen lassen. Rüstungswerkbank. Läden. Lädenverkäufer. Achso, das kann ich noch nicht. Ah, okay. Ja, dann gehen wir da mal raus. Bin auch schon wieder eine Viertelstunde hier am Spielen. Na komm. Noch ein bisschen unsere... Der macht einen Lärm, der Typ. Was ist das? Ich kann leider nichts mehr machen. Was fehlt mir noch? Leder fehlt mir. Wir haben doch ganz viel Leder hier drin. Mal ganz viel Leder. Schön, dass ich immer auf die... Es ist schön, dass ich da gerade auf Google habe, ob die Lupe vorne ist, aber die ist ja hinten. So, nochmal nach oben. Ja, es ist schon spät, Leute. Es tut mir leid. Baseball, Leder. Gummi 200. Kupfer haben wir jetzt genug. Das Problem haben wir nicht mehr. Kommt doch bestimmt noch irgendwas. Warum kann ich das denn nicht trennen oder irgendwie auseinanderbauen, dass da Leder rauskommt? Ist doch doof. Alter, Stahl, 500. Telefon. Vakuumröhre.
Ah, Leder fehlt uns noch ein bisschen. Wir müssen mal. Da müssen wir dann nochmal auf Suche gehen. Ah, da fehlt mir noch Leder. Gut, dann gibt's denn eine neue. Warum geht denn das so komisch? Hä? Was ist das für ein Bug gerade? Da, mit dem müssen wir sprechen. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, ja. Du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Yeah. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt? Nun? Jetzt bin nur noch ich übrig. Quincy-Massaker? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, haben wir schon mal gehört. Inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Stimme ist cool. Schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Ich weiß doch gar nichts über die Minutemen. Das ist egal. Die Minutemen der letzten Jahre sind fort und niemand wird sie vermissen. Wir brauchen keine Politspielchen mehr. Keine Streitereien über Ressourcen oder Diskussionen darüber, wer das Kommando hat. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Danke dir. Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Kannst du mir erklären, worum es bei den Minutemen geht? Wir sind Bürgersoldaten. Leute aus dem Commonwealth, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu schützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Und es ist eine gute Idee. Die Minutemen sind den Bach runtergegangen, weil unsere Anführer vergessen haben, wofür wir stehen sollten. Ich glaube, du kannst die Minutemen wiederbeleben und das ganze Commonwealth einen. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Okay,